Hi, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich brauche nicht viele Worte verlieren. Außer, was ich jetzt die letzten Folgen wieder vergessen habe, werde ich diesmal wieder raushauen. Mal zwischendurch muss es, glaube ich, sein. Bitte die Spoiler und das Backseat Gaming aus den Kommentaren raushalten. Ansonsten alles erlaubt. Ihr könnt auch über mich herfahren. Ist mir egal. Stört mich nicht. Aber ich vermute mal, dass der YouTube-Filter sowas raushauen würde. Du bist so eine Kackbratze! Was kannst du eigentlich? Ich hasse deine YouTube-Videos! Sowas würde vermutlich der YouTube-Algorithmus einfach entfernen. Vermute ich mal. Dass er mich da trifft, ist auch gemein. Okay. Ey, wartet mal kurz, Jungs. Ey, ich habe gesagt, wartet kurz, bitte. Voll gemein. Okay, wie wäre das denn, wenn ich jetzt einfach den immer am Leben lasse, den einen, der auf mich geht? Wie wäre das, wenn ich den einfach durchgehend am Leben lasse? Ja, nicht so geil, weil der jetzt... Ey, du sollst meinen Kumpel nicht verprügeln. Finde ich nicht so cool. Hehehehe, zwei, drei Schläge mitgegeben und wieder abhauen. Nein, Jungs, wartet. Hier kommt gleich einer, mit dem könnt ihr euch wieder anlegen. Da, der da. Ja, guck mal. Welcher ist jetzt hier hinter mir her? Ist schon wieder in der Stagger-Animation drin gewesen. Ey, voll assi. So, Kumpel, wir beide wieder. Gut. Das war okay. Nee, das war jetzt zu früh gesoffen. Ah, das war jetzt ein bisschen dumm. Vielleicht. Vielleicht minimal dumm. Oh mein Gott. Ich hab's durchschaut. Ich bin durch. Ich hab ihn jetzt. Also jetzt natürlich gerade nicht, weil er mich hart verprügelt, aber ich glaube, ich hab's. Große Fresse, große Fresse, zu große Fresse, zu große Fresse. Zu große Fresse, ich hatte eine zu große Fresse gehabt. Ich hatte eine zu große Fresse, lass mich kurz nochmal saufen, das letzte Mal. Komm, 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 komm. Ah. Aber gerade eben hab ich's gesehen. Ich habe alles gesehen. Ich wusste genau, was zu tun ist. Ja. Oh. Endlich. Aber ohne Scheiß, ne? Ich sag, ich hab's jetzt. Ich hab's gesehen, wie was zu tun ist. Und in dem Moment fängt er an, mich zu verprügeln. Oh, so typisch.
Oh, aber ich hab's geschafft. Kann ich... Oh, okay. Wo geht's hier hin? Geht's hier jetzt weiter? Katakomben von Karthus. Ja, okay, dann sollte ich erstmal einmal schnell zum Feuerband schreien. Ah, endlich ist er besiegt. Und ich war wirklich so in dem Moment, ja, jetzt, okay, ich sehe alles. Ich sehe alles, was getan werden muss. So, wo gehört er hin? Hier? Aldrich des Abgrunds. Ist das der richtige? Hieß der nicht Abgrund irgendwas mit Abgrund? Ja, Jorm der Riese ist es nicht. Ah, da, die Wächter des Abgrunds. Okay. Ach! Echt jetzt? LOL! Das ist ja witzig. Ich hätte jetzt, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich die Schädel. Ich dachte, der erscheint jetzt da, dann kann ich auch mit dem brabbeln oder so, aber nee. Hey, mein Guter, was kannst du mir aus der Seele von dem machen? And a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Ja. Pharon Großschwert, Ultra Großschwert, einzigartig mit dem Dolch zusammen. Hohepriesters linkes Auge regeneriert Trefferpunkte mit Folgeangriffen. Seele von Wort. Den Wort habe ich, das habe ich glaube ich schon hergestellt. Warum habe ich das, warum wird mir das noch angezeigt? Großschwert. CD. Ultra Großschwert. Eigentlich will ich immer noch mit Schild spielen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ein Großschwert da cool ist, ehrlich gesagt. Ich will parieren, ich hab da Spaß bei. Das macht mir einen Riesen. Das finde ich richtig cool. Ey, ich habe übrigens die Lags gefixt. Skill haben und rollen. Ja, die rollen. Voll öde. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Die Rollerei finde ich irgendwie uncool in Dark Souls. Das finde ich, das macht mir keinen Spaß, ehrlich gesagt. Also das ist so das Einzige bei Dark Souls, das ist bei Lies of P tausendmal besser. Für mich, mir macht das mehr Spaß als diese Rollerei. Backseat Gaming schon wieder, der Mann will parieren. Ja. So sieht es nämlich aus. Aber ja, der Marius bezieht das, glaube ich, auf sein eigenes Gameplay. Von daher ist das, er spielt lieber so. Ja.
Ich glaube, ich brauchte noch für irgendwas mehr Geschicklichkeit. Ich habe irgendein Schwert, für das ich mehr Geschicklichkeit brauche. Aber wie viel? Ja, brechen wir mal kurz ab. Ich muss noch mal kurz ins Inventar schauen. Ah, das war dieses Eisschwert. Das hatte diesen richtig geilen. Oh, das hatte diese geile Bonusattacke da mit diesem. Und dann haben wir natürlich Morns Großhammer. Oh, eigentlich. Ah, das wäre schon. Da brauche ich aber Glaube für. 30 Glaube. Das wäre schon geil. Ich würde es ja schon irgendwie feiern. Einfach die Riesenkeule nehmen und dazu das riesige Schild von ihm und dann. Alles egal. Alles egal. Keinen Schaden mehr kassieren. Ausweichen wird fast immer bestraft in Sekiro. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf Sekiro. Aber ich habe jetzt hier tatsächlich keine besondere Waffe, für die ich noch irgendwelche Attribute bräuchte, außer extrem. Ah, doch, hier. Das Katana. Geschicklichkeit. Aber das hat einen C-Wert auf Geschicklichkeit und E auf Stärke. Ja, nee, dann gehe ich jetzt einfach noch ein bisschen auf Stärke, glaube ich. Einfach mal die Stärke hochballern und vielleicht den Glauben. Ich hätte ja schon Lust, diesen Großhammer einfach mal zu benutzen. Hat der irgendwas Besonderes? Fertigkeit. Morns Wut. Rammt die Waffe in den Boden und bewirkt starke Schockwellen, ähnlich wie bei Durchhaltewillen, und wird kurzzeitig die Balance erhöht und der Schaden gemindert. The fuck? Ja, alles klar. Okay, Leute, wir gehen auf Morns Großhammer. Speak thine heart's desire. Mortal Shell ist geil, wenn man parieren will. Also, erstmal brauchen wir dafür viel mehr Glaube. Und die Stärke wollen wir nicht außer Acht lassen und ein bisschen Leben. Was? Achso, ja, ich bin fertig. Aber wisst ihr was, dann muss ich ja diese... Ich habe ja diese Seele, die kann ich ja jetzt eigentlich verbrauchen. Ja, schauen wir mal, wie viel ich bekomme. 20.000, ja, da lässt sich doch noch ein paar Mal leveln. Geil. Speak thine heart's desire. Dieser Satz gefällt mir großartig gut. Also den finde ich richtig cool. Sovereignless souls. Ach, großartig. Mir gefällt das, wie die redet. Richtig cool. Einfach mal den Glauben hochprügeln. Auch wenn ich ihn nicht brauche für gar nichts. Achso, warte mal. Doch. Er gibt ein bisschen Resistenzen. Aber ich brauche jetzt halt 30 Glaube und 50 Stärke. Da muss ich halt schon echt viel leveln, ne? Da müsste ich... Boah. Wahrscheinlich ist es einfach saudumm. Ich glaube, so kann ich zumindest das Katana mal benutzen schon. Weil ich muss ja langsam gucken, weil diese Axt, die kann ich nicht mehr allzu weit hochleveln und da hört dann irgendwann der Schaden auf. Ja. Und die, das hat halt jetzt schon auf Level 1 fast so viel Damage. Ah ne, die macht 260, ne, insgesamt. Wenn, das zählt man einfach zusammen, die physisch und Feuer. Vermute ich jetzt mal. Aber ich hätte auch gerne was mit Skalierungsbonus.
Attributsbonus. Also, das Katana wird es nicht ewig bleiben, aber werde ich jetzt erstmal ein bisschen benutzen. Waffe verstärken, Katana, yep. Ah, es ist halt, es macht nur 126, also da ist die andere, aber die ist auch schon plus 5, ne? Naja, gut. Zu viel hier rumspielen will ich jetzt auch nicht. Habe ich noch irgendwas? Nicht, dass ich hier wieder irgendwelche Dinge übersehe. Ein bisschen Abfall schleppe ich mit mir rum. Das passt. Abfall habe ich gern dabei. Das ist gut. Beichtstein, scharfer Edelstein. Schwerer Edelstein. Ja, gut. Passt schon. Ich glaube, ich mache jetzt zu wenig Schaden. Aber ich laufe trotzdem mal mit dem Katana jetzt mal rein, mal gucken, wie es läuft. Und dann ist es ja auch noch so, wenn ich mich richtig erinnere, müsste in diesem Dorf, in diesem untoten Dorf, müsste noch ein bisschen was sein. Hallo! Ich suche Aschefürsten! Okay. Da oben ist eine Kugel mit, die runtergestoßen wird, 100 Pro. Ah, hi! Ja, gut, also dieser Encounter mit diesem Skelett hat mir gezeigt, wir warten mal noch einen Moment. Cartus Rot. Wett? Ha. Und meine Feueraxt scheint das Skelett komplett zu killen. Es steht nicht mehr auf. Geil. Blutungseffekt hinzufügen. Aha. Na, das ist natürlich geschickt. Hi, guck mal, ich habe auch ein Schild. Bleibt dein Loot hier? Ja, kleine Titanitscherbe. Das ist gut. Brauche nämlich ein paar für das Katana. Na, wobei eigentlich... Ach, es macht halt so überhaupt keinen Sinn. Wow, okay. Alles klar, Skeletto. Du Arschgeige. Was ist jetzt passiert? Der mich einfach pariert hat. Schweinebacke.
Gut, also das Feuer, das ist wirklich ganz angenehm gegen Skelettos. Oh nein. Oh nein. Natürlich ist da eine Falle. Hallo? Ihr scheint ein kleines Problem mit Feuer zu haben. Das finde ich gut, dass ich eine Feueraxt habe. Eure Angriffsmuster sind aber ein bisschen übel. Wurfmachete. Kleine Titanitscherbe. Nice. Er. Da drüben, ey. The fuck? Es ist einfach großartig, dass ich eine Feueraxt habe hier. Und die droppen haufenweise kleine Titanitscherben. Es ist das Paradies. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Das ist ein Labyrinth. Oh Mann. Oh Gott, das ist das Paradies. Oh Gott, das ist ein Labyrinth. Oh Mann. Ken, servus. Willkommen zurück. Was gab's denn Feines zum Essen? Du siehst Fortschritt, ja. Aber ich hätte es fast selber gejinxt. Ich habe wieder eine große Fresse gehabt. Eier mit Stuff. Auch gut. Es ist einfach so gut, dass ich ein Feuerschwert habe. Wenn die alle wieder aufstehen würden, das wäre ja der reinste Horror. Wait. Hier war ich doch eben. Okay, verstehe. Ist gut. Kommt man hier irgendwo hin? Nee. Hier irgendwo? Nee. Also der Weg ist in dem Fall tatsächlich die Treppe runter. Doch kein Labyrinth. Dieser Pfeil, der mir im Rücken steckt, ne? Wonk, 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 wonk. Oh Mann. Oh oh.
Ah, ja. Okay, alles klar. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Glück gehabt. Aber der rollt wieder hoch? Okay. Und er rollt auch wieder runter. So wie das klingt. Nein! Nein! Ah, ich dachte, er trifft mich nicht, wenn ich so ein bisschen am Rand laufe. Mist. Dieses GG well played, das im falschen Moment triggert das so hart, ne? Okay, ciao. Ich will nicht vom Bogenschützen getroffen werden, deswegen gehen wir mal hierher. Okay, der ist jetzt nicht mehr da anscheinend. Doch, da ist er wieder. Au! War ich hier oben nach hinten schon? Ich weiß nicht. Nee, hier war ich noch nicht. Das fehlt noch. Okay, wild. Entschuldigung. Mhm. Ja gut. Aua. Warte kurz. Ich finde es super, dass ich eine Feueraxt habe. Ganz ehrlich. Das macht es hier dann doch etwas angenehmer. Oh, du bist unsichtbar. Wunderbar. Dafür kriegst du trotzdem eine mit. Aua. Kartus Großkrummschwert. So, jetzt kommen wir, glaube ich, in den Bereich, der vielleicht kostet es auch Geschicklichkeit. Und hat einen Stärkebogen. Ich möchte eine Stärkewaffe. Großkrummschwert. Kann ich nicht eine Stärke... Schlachtermesser, Axthieb. Mhm, hier haben wir es doch. Genau das. Mit Stärkebonus A. 24. Gut, dann haben wir schon alles klar. Ich weiß, ich habe eine Stärkewaffe. Sehr gut. Passt, nehme ich. Ja, warte, noch nicht. Wow, was ist das? What? Es spickt mich einfach 10 Meter zur Seite. Ich habe ihn nur gestreichelt. Er ist noch nicht mal gerollt, der Ball.
Es ist einfach, der Schadensball ist am Start. So, wisst ihr was? Ich mach's mir jetzt aber easy. Ich mach's mir jetzt einfacher. Schauen wir mal, ob das funktioniert hier. Das war jetzt nicht das, was ich gedacht habe, was wo ich bin, ehrlich gesagt. Foliant von Kartus. Ich bin nicht dort, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte auf... Oh, hi. Ey, hey, wo kommst du denn her? Ist ja lieb von dir. Ich wollte darüber. Jetzt bin ich hier. Ups. Hallo. Der Backseat Gaming Playthrough. Tatsächlich habe ich erstmal ganz andere Pläne. Hoppla, wollte nur einmal saufen, aber... Tatsächlich ist es ja so, dass ich jetzt erstmal... Ach, Schnauze, verblutest. Wird? Also, nochmal. Zuerst wird Elden Ring dran sein. Weil ich das DLC mitnehmen will. Ich will den für den Kanal zum Wohle des Kanals werde ich versuchen, das Elden Ring DLC, den Hype dazu, darum mitzunehmen. Das muss ich machen. Das ist einfach der Zeitpunkt gerade. Zum Wohle des Kanals wird der Elden Ring. Jetzt liegt's da unten. Dumme Kugel. Wartet kurz. Yep. Kommt die jetzt die ganze Zeit, die Kugel? Da ist ein Leuchtfeuer. Lass mich durch! LOL! Wait, dich habe ich gesehen, du greifst gar nicht an. Hä? Was ist das denn jetzt? Nee, ne? Was passiert hier? Was passiert hier? Hier wirft einer was auf mich. Hier wirft einer Sachen auf mich. Stopp! Ach, verflucht. Hier ist der totale Terror los. Hier ist der totale Terror, ist hier los. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass es nicht direkt nach Dark Souls 3 den Backseat Gaming Run gibt, auf den ich mich auch schon sehr freue, tatsächlich. Ich habe da Riesenlust dazu, dass ihr mir ein paar Infos mal droppt und leichtere Wege und keine Ahnung, was es noch alles gibt.
Mist, von da oben komme ich nicht dahin. Hm. Blöd. In 6 Stunden. Wow, okay, krass. Geh hier hin, tu dies, tu jenes. Spiel abgeschlossen. Moment, du sagst, du schaffst es, mich in 6 Stunden durch Dark Souls 3 zu leiten mit Backseat Gaming. So, und ich weiß nicht warum, aber ich will dich verprügeln. Nein, nicht weglaufen. Ich habe Angst, dass du gefährlich wirst. So wie der Boy da hinten, der mit Bomben auf mich wirft. Ey, komm, ist gut jetzt. Welcher von euch Bastarden sorgt dafür, dass die Skelette hier wieder am Aufstehen sind? Nee, 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 vor allem nicht du. Auf dich habe ich eigentlich nicht so Bock. Untoter Knochenspieler, okay, geil, warum auch immer der da liegen geblieben ist. Ich dachte, meine Feueraxt lässt die am Boden. Oh oh. Oh shit, oh shit, oh shit. Machen die alle sowas? Lassen die alle sowas frei? Nee, nur manche. No, 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 das war dumm, das war dumm. So dumm, so dumm, so dumm, so dumm. Nichts passiert. Ich war klug. Hartus Milchring. 8 Stunden. Hey, das ist aber machbar. Also das könnte man mal so zwischen reinschieben, ne? Aber macht beim Rollen unsichtbar. Einen Sonntag. Eben, genau. Ja, sowas könnte man sich dann tatsächlich mal überlegen. Also Moment mal, ich habe ja noch Platz für einen Ring, oder? Ja, guck mal. Ja, dann nehmen wir den doch einfach, wenn ich beim Rollen unsichtbar bin. Witzig. Ist hier sonst noch was? Ah, Fallen! Fallen sind hier! Alles voll! Oh Mann, ey, Spiel! Nee, das ist ein Schalter für eine Falle. Habe ich gesehen. Nee, 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 wartet kurz. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Nein. Blutverlust. Leute, ich bin tot. Blutverlust. Okay.
Oh, ist das ätzend, ey. Ha. LOL! LOL! Und das Ding ist kaputt gegangen. Und hier wäre eigentlich ein Hebel. Ist der Hebel jetzt kaputt gegangen durch die Kugel, die hier runtergerollt ist? Ha. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Finde ich nicht so cool von euch hier alles, ehrlich gesagt. Schnauze. Mann. Nein. Aua, aua. Ach, Junge, chill mal. Dein Leben. Ich hab noch keinen Plan, was mir dieser Blödsinn bringt, dass ich unsichtbar beim Rollen bin. Gefühlt gar nichts. Er steht wieder auf. Warum stehst du wieder auf? Hat dir niemand erlaubt. Aber ich hab's irgendwie vermutet. Nee. Ah! Komm mal hierher, du. Kriegst du jetzt eigentlich keinen Schaden, wenn ich die Falle hier aktiviere? Ah, er läuft genau dran vorbei. Das hier ist ein Segen für Loot. Ein Loot-Segen. Müsst ihr hier nicht irgendwo... Okay. Hier müsste doch irgendwo dieses Leuchtfeuer sein. Hä? Hier ist ein Loch. Nee! Nee! Och, Mann!
Och nee, natürlich muss es die hier auch geben. Oh. Oh, für alle, die es nicht richtig sehen können, versuche ich es mal deutlicher zu... Da unten in der Ecke. Oh. Oh. Oh Mann. Was ist eigentlich? Was bist du? Kann ich dir Schaden machen? Okay. Ich flieg einfach 10 Meter weit weg. Worms. Leuchtfeuer. Nice. Das habe ich. Ah, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Es trifft mich. Es trifft mich da in der Ecke. Aber ja, da sind ja auch Hände dran, die nur zur Seite greifen und solche Späße, ne? Ah! Ratten. Ja, wisst ihr was? Komme ich hier wieder raus? Nee, das ist der Standardweg, ne? Scheiße. Och nö. Ich muss hier runter, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ich hau ab. Tschüss, ich hau ab. Kein Bock auf euch. Ich renne einfach an euch vorbei hier. So. 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 Was ist das hier? Die Hängebrücke droht einzustürzen. Was ist das denn für eine Info? Stürzt sie jetzt auf jeden Fall ein, wenn ich da drauf gehe? Das heißt, ich könnte hier sowieso einfach runterhüpfen, weil ich sowieso da unten lande. Dann muss ich mir nicht noch irgendwo durchkämpfen. Aber das da unten sieht... Im ersten Moment dachte ich, das wäre Wasser. Aber es ist kein Wasser. Es ist, glaube ich, kein Wasser. Ha. Ich bin anscheinend richtig gelaufen. Der Weg nach vorne war in Ordnung. Hier scheint's... Spring. Also wenn das mal kein Backseat Gaming ist, dann weiß ich auch nicht. Der enge Gang ist nicht das Beste für so einen flinken Boy wie dich. Ist das ein Grafikfehler da oben oder was leuchtet da? Ja, Grafikfehler. Nee, wait, von hier bin ich gekommen. Lol. Ups. Was eine Suizidempfehlung. Das ist wild. Niemand wird hier aufgefordert zu springen. Ihr steht alle auf. Könnt ihr mal bitte jetzt?
Die Nachrichten sind echt wild. Du verpasst was durchs Offline-Spielen. Will ich den Loot da haben? Weiß ich nicht. Warte mal. Hier kommt doch die Kugel entlang, oder? Dry Finger Butthole. Also es ist irgendwie eine Abkürzung oder so. Keine Ahnung. Irgendwo stapft was rum. Da oben. Und hier müsste dieser Pinwheel Boy sein. Ja, ja. Oh, große Ratte. Ja, okay, wisst ihr was? Leckt mich doch am Arsch. Ich bin raus. Tschüss. So, Rattenmama ist tot. Ach, das ist doch gemein. Jetzt die Brücke droht einzustürzen. Wahrscheinlich falle ich eh nach unten, ne? Oh, okay. Ja. Ich sehe warum und... Ah, ja. Aua. Habt ihr gesehen, oder? Habt ihr gesehen, wie schnell ich geschaltet habe, ha? Nachdem die Brücke nicht unter meinen Füßen zerbrochen ist? Ja. Die Frage ist nur, komme ich jemals wieder weiter jetzt? Oder wenn ich da spawn, habe ich ja ein Problem. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein Leuchtfeuer hier an der Stelle. Und ich wage zu bezweifeln, dass ich jetzt hier eins finde, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte die Brücke wahrscheinlich ganz lassen sollen. Und ich dachte, ich hätte da hinten eine Leiter gesehen. Die hätte ich jetzt erst gerne benutzt, aber da ist keine Leiter. Oh, Kelch berühren. Mann, das war bei Indiana Jones schon keine gute Idee und das ist hier auch keine gute Idee. Vor allem, wenn er so aussieht. Ich hätte erstmal die Treppe hochgucken sollen, ob ich da eine Tür aufmachen kann. Shit. Ja, so sieht's nämlich aus. Ich hab's gewusst. So, ich mach dir ein bisschen wenig Schaden für meinen Geschmack.
Für meinen Geschmack ist das ein bisschen wenig Schaden. Aber... Nee, okay, das macht auch keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, du hast irgendwie Klöten um die um den Hals hängen oder sowas, aber nee. What? Was? Wie? Wo? What? Wow. Wow. Okay. Wie, die Brücke ist wieder ganz? Die geht jedes Mal heile, wenn ich hier wieder rüberlaufe. Okay. Dann ist ja easy. Ich dachte, ich habe jetzt hier noch wilde Sachen zu tun. Ach, guck mal. Mein Loot ist auch hier oben gelandet. Das war nämlich ganz schön viel. 17.000. Ah, und die geht noch nicht auf. Okay. Also, in dem Fall ist es das. Der nächste Boss. Aber da gar kein Thema. Das ist ja dann... Ah, so, ich muss aber jetzt doch ganz kurz mal schauen. Lass mich mal... Hä? The fuck? Okay, ich wollte eigentlich kurz den Loot da haben. Ich wollte doch nur den Loot haben. Leute. Ah, Schild brauche ich keins. Kann ich hier... Bin ich schnell genug? Ah, nope. Nope, 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 nope. Das reicht niemals, dass ich hier... durchkomme, bevor die Kugel... umdreht. Ich muss warten. Schweinerei. Tschüss. Okay, Moment. Nee, 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 nee. Erst was anderes machen. Halt, 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 halt. Ups. Du siehst aus wie ein Taurus.
Behältst du dich auch wie ein Taurus? Ist natürlich das Beste, mit einer Feuerwaffe gegen einen riesigen Feuerdämon loszuziehen. Ey, warum visierst du das Miniskelett da hinten an? Ich sehe mich halt selber nicht mehr, ne? Wenn ich hier unsichtbar unterwegs bin. Voll mies. Du kommst auch hier hoch, was ein bisschen doof ist. Wow! Nee, 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 ach komm! Natürlich! Natürlich! Muss hier an der Stelle, wo man denkt, ja komm, hier steht ein riesiger Feuerdämon, das wird ja jetzt wohl keine Mimika sein. Ach, natürlich ist die Kiste eine Mimika. Wahnsinn! Und mit all diesen wilden Entdeckungen sage ich danke fürs Einschalten YouTube und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ha ha.